Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute sitze ich mal im Dunkeln. Bin noch etwas früh. Ich lasse mir noch meinen Kaffee schmecken. Ja, ich wollte heute mal so eine Tagesbilanz machen. Also immer, wenn heute irgendwas vorfällt oder ich irgendwas erfahre, was vielleicht mal erwähnenswert ist, werde ich mich melden. Und heute Nachmittag, wenn ich zu Hause bin, werde ich das dann hochladen. Wir möchten uns, also ich und Marlis, möchten uns erstmal dafür bedanken, dass ihr so rege abonniert. Alle, die neu jetzt dabei sind, wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt bei uns auf dem Kanal. Vielleicht können wir euch ein wenig mitgeben von der Türkei, wo ihr bisher vielleicht noch nicht darüber nachgedacht habt oder es gewusst habt. Ja, mal schauen, was der Tag uns bringt. Dann werde ich mich erstmal wieder zurückziehen und meinen Kaffee trinken und melde mich dann später nochmal. Bis dann. Ja, hi, da bin ich nochmal. Bevor ich jetzt gleich anfange zu arbeiten, habe ich da noch was entdeckt im Internet. Und zwar auf einer Seite, die heißt VulcanoDiscovery.com. Da sind wohl so die ganzen Erdbeben, die so in der Welt passieren, sind da registriert. Und da habe ich doch mal aus Spaß, habe ich doch mal Alanya eingegeben. Ja, und da war tatsächlich in den letzten paar Tagen waren da Erdbewegungen zu spüren. Ich habe jetzt auf dem anderen Handy habe ich die Seite mal aufgeführt, dann kann ich das mal eben lesen. Und zwar am 8. September gegen 16.16 Uhr, da war eine Erdbewegung in 23 Kilometer östlich von Manavgat, Antalya. Das war auf der Richterskala mit 3.0 angegeben. Und da sind wohl einige auch gewesen, die haben auf der Seite, haben die dann auch dann vermerkt, dass sie etwas gespürt haben. Gut, ich habe selber noch nie ein Erdbeben gespürt. Ich weiß also jetzt nicht, ab wann merkt man da überhaupt etwas von. Und dann war am Freitag, den 10. September gegen 5 Uhr morgens, war dann auch nochmal eine Erdbewegung. Das war allerdings nur 1.8. Auf der Richterskala ebenfalls am 12. war auch 1.8. Und dann war am 13., also vorgestern, war nochmal eine Erdbewegung 33 Kilometer nördlich von Manavgat. Und zwar war das auf der Richterskala 2.1. Ja, ich denke, das war vielleicht auch mal interessant zu wissen. Habe ich ja nicht gewusst, dass da also so häufig was registriert wird, weil normalerweise Erdbebengebiet ist ja in der Ägäis, oben Izmir und so weiter, Schwarzes Meer. Ja, aber gut, war vielleicht mal eine Information wert für euch. Ansonsten schaue ich mal, weil ich noch heute Mittag, vielleicht in der Mittagspause nochmal für euch recherchieren kann, dass ich auch was zu vertellen habe auf deutsche Sache. Ansonsten, bis dahin. Alles Liebe, ich melde mich nochmal. Bis dann, tschüssi. Ja, hallo ihr Lieben, guten Morgen zusammen. Ja, gestern war leider nicht mehr so viel Erwähnenswertes, was ich hätte bringen können. Deswegen heute Morgen mal wieder ein Gedanken am Morgen. Ja, heute Morgen ist eigentlich schon sehr viel passiert, was ich so im Internet gelesen habe. Da war zum Beispiel von zu lesen, dass jetzt ab 1. Januar 2022 die Wegzugssteuer für Unternehmen angehoben wird. Da wird das halt verschärft. Man will damit versuchen, ja, irgendwie dieses Kapital auch hier in Deutschland zu halten. Ja, ich will auch jetzt nicht zu politisch machen, aber ich denke mal, da wird einiges
in der nächsten Zeit auf uns zukommen und die bauen jetzt schon mal vor. Aber dadurch, dass ich das gelesen habe, habe ich mir natürlich auch mal so meine Gedanken gemacht um meinen Wegzug aus Deutschland. Gut, ich bin kein Unternehmer, mal ist es auch kein Unternehmer mehr und das wird uns wahrscheinlich nicht tangieren. Aber auf der einen Seite hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, wenn man wenig Rente zur Verfügung hat und man geht in die Türkei, kann man da zwar noch sehr gut mit dem Geld leben, weil halt der Euro noch ziemlich stark ist, auch in der Türkei. Aber dann habe ich mal so gedacht, da sind wir nämlich noch ja nicht drauf gekommen. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn der Euro mal ein bisschen schwächelt? Dann sieht das ja auch nicht mehr so rosig aus, ne? Wenn man dann jetzt, sage ich mal, dadurch, dass die Kaufkraft des Euros schwächer wird, wird dadurch natürlich auch das Verhältnis Euro-türkische Lira eine andere sein. Und wenn man dann natürlich damit rechnet, oh, jetzt habe ich ja noch 10 oder 11 oder 12 türkische Lira für 1 Euro, kann das ja auch mal ganz gut in die andere Richtung kippen. Wie gesagt, auf der einen Seite, wenn sich der türkische Lira stabilisiert oder wenn der gute, stabile Euro schwächelt. So, und das darf man dann wirklich nicht vergessen. Gerade ich spreche jetzt auch nicht die Leute an, die ihr Kapital bzw. ihr Guthaben irgendwie hier in Immobilien anlegen wollen oder was weiß ich. Das ist nicht mein Ressort, da werde ich mich auch nicht zu äußern. Wir haben kein großes Geld, um hier in Immobilien zu investieren in der Türkei. Ich rede eigentlich von den Art Rentnern, die halt nicht so viel Rente bekommen und die Hoffnung sehen, in der Türkei eventuell noch ein besseres Leben zu haben wie in Deutschland. So, wenn ich aber jetzt mit 1000 Euro, 1100, 1200 Euro in die Türkei gehe, mag das wohl jetzt auch gut sein. Aber was ist, wenn die türkische Lira nur noch für uns die Hälfte wert ist? Beziehungsweise der Euro nur noch die Hälfte wert ist. Und du hast einen Kurs von 5 türkische Lira. Wird es halt mit 1000, 1100 Euro auch ein bisschen knapp werden. Ne? Weil man sieht ja auch momentan die Entwicklung auf dem Markt. Die Mietwohnungen werden nicht billiger, die werden eher teurer. Und wie gesagt, der Sektor der Immobilienverkäufe, den nehme ich hier gar nicht auf. Das ist nicht mein Ressort, da interessiert mich auch im Prinzip nicht. Kann ich auch nicht zu sagen. Da gibt es mit Sicherheit mehr andere Leute, die da was zu sagen können. Aber da habe ich mir halt schon mal so meine Gedanken gemacht. Ne? Weil das habe ich überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Man denkt ja immer, Deutschland, Euro und Europa, alles super. Aber es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Ne? Ich meine, wir haben alle bluten müssen oder viele haben sehr, sehr stark bluten müssen durch den Corona-Effekt. Und das Geld muss ja auch immer wieder reinkommen. Und das wird auch wieder reingeholt. Lassen wir mal die Politik außen vor. Ihr wisst ja, was ich meine. Und da sehe ich ein großes Problem, denn leider Gottes. Aber gut, mich würde gerne mal interessieren, was ihr dazu denkt. Vielleicht könnt ihr auch mal so einen kleinen Kommentar nach meinem Gedankengang-Video einstellen. Oder denke ich einfach falsch? Ihr sagt, das ist mir morgen so ein bisschen in den Sinn gekommen. Ne? Das wird noch eine schwere Zeit werden, denke ich mal. Ich hoffe, dass das nicht so eintrifft. Aber man muss ja da alles ein bisschen mit berücksichtigen, weil denkt dran, Leute, wenn ihr wirklich wenig Rente habt und ihr macht den Schritt, der Weg zurück ist wahrscheinlich dann etwas schwerer, wenn man dann sich vielleicht doch ein bisschen verkaspert hat.
Ich wollte das einfach mal sagen, das liegt mir halt auch auf der Seele. Es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo man vielleicht nicht mit rechnet. Haben wir alle schon mal erlebt. Und das sollte man auf jeden Fall mal ansprechen. Ne? Ja, aber ich werde jetzt auch mal wieder schaffen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Senat ist ja jetzt auch wohlbehalten in der Türkei eingetroffen. Habe ich heute Morgen erfahren. Ja, und der liebe Alex vom Kanal Türkei in Echt, der ist jetzt heute Morgen auf dem Rückweg wieder nach Deutschland. Ich wünsche gute Fahrt. Kommt gut wieder zu Hause an. Ja, Senat, erstmal heute eine gute Erholung von den Strapazen der Anreise. Geh erstmal lecker türkisch frühstücken. Das bringt wieder die Kraft in den Körper. Ja, und ansonsten euch einen angenehmen Tag. Macht das Beste draus und denkt positiv nach diesem Video. Alles klar. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss.